Eigentlich fällt mir Reden ja leicht. Ich rede gern, viel, laut und auch schnell, wie viele meiner Freunde behaupten. Aber dieses Mal musste ich wirklich überlegen, was ich heute vor euch sagen werde und besonders, wie ich es sagen werde. Ich bin durchaus nervös, aber ich werde es schon schaffen. Hallo, mein Name ist Selina Gscheider. Ich komme aus Siegkirchen und besuche derzeit die 2. Klasse der BAKIP. Wie ihr mein Thema schon gehört habt, ich werde euch heute etwas über Vorbild-Eintagsfliege erzählen. Wir haben heute und auch gestern schon viele verschiedene Reden gehört, aber meine ist trotzdem ein bisschen anders als alle. Ich hoffe, ihr werdet meine Rede mögen und ja. Wir sind die Generation Handy, Instagram, Facebook, WhatsApp. Wir werden besonders von älteren Leuten als handysüchtig benannt. Natürlich, mindestens bei 10 von euch wird das Handy jetzt in der Hand liegen oder zumindest in der Hosentasche sein. Wir sind ständig und überall umgeben von Medien und müssen mit unseren Freunden immer up to date sein. Wir wissen, wann sie gegessen haben, wo sie gegessen haben, wie sie gegessen haben, selbst mit wem sie gegessen haben. Aber nicht nur Freunde sind die, die uns begleiten. Auch großteils Prominente, die wir längst zu unseren Vorbildern gemacht haben. Und genau da habe ich mich gefragt, warum wir uns Leute zum Vorbild machen, die 1000 Schönheits-OPs hinter sich haben, mit ihren Autos prahlen, 24 Stunden, 7 Tage die Woche online sind und Leute angestellt haben, die für sie ihre Selfies machen. Individualität. Ist es nicht das, was uns jahrelang gepredigt wurde? Uns wird immer wieder gepredigt, wir sollen individuell sein, wir sollen aufstehen und für das leben, was wir sind. Aber trotzdem machen wir uns unechte Leute zum Vorbild, Leute, die vollgepumpt sind mit Plastik. Und da habe ich mich gefragt, warum wir diesen Menschen nacheifern. Und was ist, wenn wir dann so sind wie die Siegerin von Germany's Next Topmodel vor 3 Jahren, die heute sowieso niemand mehr kennt? Ist es das, was uns glücklich machen würde? Wärst du und du dann glücklich? Ich glaube nicht und deshalb habe ich ein anderes Vorbild, ein spezielles Vorbild, denn mein Vorbild ist die Eintagsfliege. Ja, ihr habt richtig gehört, eine ganz normale, kleine, für uns sogar unbedeutsame Eintagsfliege. Dass eine Eintagsfliege ist, wisst ihr bestimmt. Zuerst lebt sie Monate, sogar Jahre unter Wasser. Sie frisst und schläft. Also hat sie durchaus Ähnlichkeiten mit uns. Aber sie lebt auf etwas hin. Sie lebt auf etwas Großes hin, auf den Tag, an dem sie endlich fliegen kann. Ich habe zwar noch nie mit einer Eintagsfliege geredet, aber ich glaube durchaus, dass das der Höhepunkt ihres ganzen Lebens ist. Denn diesen einen Tag kann sie genießen, auch wenn sie es nur für wenige Stunden oder manche sogar einen Tag tun können. Aber auf was warten eigentlich wir? Warten wir auch darauf, dass wir endlich aus unserem Ei schlüpfen? An manchen Tagen haben wir Ähnlichkeiten damit, wenn wir dick eingewickelt in unserer Bettdecke liegen und uns einfach nur im Zimmer verkriechen. Gegen solche Tage habe ich auch nichts einzuwenden, solange sie nicht zu oft vorkommen. Aber sie kommen zu oft vor. Wir sitzen viel zu oft vorm Handy, vorm Fernseher und vorm Computer, während draußen die Sonne scheint, die Vögel zwitschern und schönes Wetter ist. Wir sind viel zu fixiert auf die Fotos, die unseren vermeintlichen Vorbildern machen, wie sie gerade irgendwo in der Sonne liegen. Und wir wünschen uns, wir würden auch in der Sonne liegen, dort, wo sie sind. Und dabei merken wir gar nicht, dass bei uns auch die Sonne scheint. Viel zu oft jammern wir. Es ist zu heiß, es ist zu kalt, die Sonne scheint zu stark, die Sonne scheint zu wenig, es regnet, es sollte regnen. Viele von uns haben an allem etwas auszusetzen und sehen alles negativ. Der Fünfer in der Schularbeit. Total Katastrophe. Dabei gibt es selbst da was Positives. Das Positive, man muss keine Angst mehr haben, schlechter zu werden. Und deshalb nehme ich mir keinen Sieger einer Castingshow zum Vorbild,
sondern eine Einsatzfliege. Denn ihr ist es egal, ob es regnet, schneit oder es kalt ist. Sie ist froh zu leben und genießt die Zeit. Stellt euch vor, wir alle wären so eine Einsatzfliege und würden genau jetzt sterben. Na, ich bin leider noch nicht fertig, tut mir leid. Könntet ihr sagen, ihr habt all das erreicht, was ihr wolltet? Könntet ihr sagen, ihr könntet glücklich sterben? Ich könnte es nicht und ich glaube durchaus, dass das viele von euch ebenso wenig könntet. Und deshalb richte ich einen Appell an euch. Steht auf und lebt im Jetzt und nicht woanders. Geht hinaus, entdeckt die Welt und Neues. Seid offener und richtet den Blick nach vorne und nicht unten aufs Handy, denn so entgeht uns so viel. Uns entgeht die Sonne, das schöne Wetter und die ganzen scharfen Typen und Mädchen, die an uns vorbeigehen. Seid froh, hier zu leben und seht mehr Positives. Jeder kennt den Spruch, lebe jeden Tag, als wär's dein letzter. Und deshalb ist mein Vorbild die kleine, unbedeutsame Eintagsfliege. Denn ihr ist es egal, was andere von ihr denken. Denn sie ist einfach nur froh zu leben und macht aus ihrem Tag etwas ganz Besonderes. Und an diesem einen Tag, an diesem Tag, an dem sie endlich fliegen kann, diesen Tag kann sie leben, als wäre es ihr letzter. Danke.